Hallo, ich bin der Pfarrer Kraus von der Evangelischen Kirchengemeinde in Georgensgmünd. Wir machen hier bei uns am Ort eine richtig coole Arbeit mit Kindern und Familien und die möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Unsere Familiengottesdienste, die finden einmal im Monat statt. Es gibt immer eine kleine Geschichte, coole Musik und ein gutes Miteinander. Wir feiern im Freien, sogar im Winter, damit die Kinder auch mal kurz rumrennen können, ohne die anderen zu stören. Die Gottesdienste dauern ungefähr eine Dreiviertelstunde. Und wir feiern immer an anderen Orten. Mal am Spielplatz, mal vor dem Don oder im Kulturgarten. Das sind unsere Familiengottesdienste. Einmal im Monat feiern wir aber auch Kindergottesdienst. Hallo, ich bin die Heike, Mitarbeiterin im Kindergottesdienst. Und wir haben heute zusammen Kindergottesdienst gefeiert. Das heißt, wir treffen uns alle im Gottesdienst gemeinsam. Und nach dem ersten Lied gehen wir mit den Kindern ins Jugendheim oder in Petersgmünd ins Feuerwehrhaus. Da hören wir eine Geschichte, singen Lieder und beten zusammen. Zum Abschluss gibt es immer eine kleine Bastelaktion. Kommt doch mal vorbei, wir freuen uns auf dich. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark. Und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir.